Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen die Präzession und diese Berechnung ist präzis, übereinstimmt so wie die Astronomen das auch berechnen. Es ist eine andere Berechnung, also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden, anderes ist als in einem westlichen Horoskop. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Olivia, die mediale Name. Liebe Olivia, ich grüße dich. Das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Es handelt sich bei diesem Aufnahmen um dein Geburtshoroskop. Bevor ich starte, möchte ich erklären, was das überhaupt ist, ein Geburtshoroskop. Wir Menschen haben eine Seele und unsere Seele ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung und es ist unsterblich. Und unsere Seele bewohnt in unserem Inneren. Wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper, verlässt Materie, verlässt die Erde und kehrt wieder zurück zum Gott. Die Seele hat die Erinnerungen, die Seele hat die volle Bewusstsein und sogar die Gefühle. Das Ziel ist, befreit zu sein, selbst zu sein, glücklich zu sein. Aber wenn die Seele sich bedrückt und gefangen fühlt und das ganze Leben war so schwer, dann muss er das nochmal neu machen, macht eine Seelenreise. Natürlich kommt noch dazu die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung, weil alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns zurück. Und das ist die göttliche Gerechtigkeit. Und solange, bis wir das nicht geschafft haben, macht die Seele eine Seelenreise und die Seele kehrt wieder zurück auf die Erde und sucht ein Schicksal aus. Ein Schicksal ist begrenzt. Das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, das ist unserem Tod. Die Seele weiß es. Es ist nicht immer das optimale Lebensweg, aber die Seele braucht es. Die Seele braucht diese Erfahrungen von Karma zum Lösen. Also die Seele weiß ganz genau, das ist mein Schicksalsweg, das brauche ich. Und dieser Schicksalsweg steht im Horoskop geschrieben. Und jedes Geburtshoroskop ist einzigartig, einmalig, wie ein Fingerabdruck. Und dieses Bild, dieser Plan, was die Seele auch kennt, ist das ideale Weg für diese Entwicklung. Ich nenne diesen Weg als goldenen Weg. Wir befinden uns aber nicht immer in diesem goldenen Weg, weil wir sind frei und treffen freie Entscheidungen. Und manchmal machen wir Umwege, sind wir manchmal sogar in einer Sackgasse, wo wir einen Ausweg suchen. Und dann kommen die Einflüsse von außen oder unseren Erkenntnissen, unserer inneren Stärke, oder unsere Seele spricht zu uns und das ist unsere Intuition oder die Traumbilder kann auch eine Sprache der Seele sein und lenkt uns wieder zurück auf diesen goldenen Weg. Da
dann kommen natürlich Einflüsse vom Planeten. Planet bedeutet auch beweglichen Sternen. Das heißt, ein Geburtshoroskop ist eine Momentaufnahme in diesem Augenblick, wo wir geboren sind, wann wir geboren werden, unserem ersten Atemzug. Ersten Atemzug, wie ein Foto, eine Momentaufnahme. Aber Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich weiter. Und das ist dieses Foto, das ist dieses Bild und beschreibt das goldenen Weg. In diesem Bild sehen wir in die Mitte einen Engel. Kabbalah ist eine Weisheit und beschreibt die Engel, beschreibt diese Verbindung. Das ist ein System, das ist geordnet. Geordnet nach Namen, geordnet auch nach Zahlen. Natürlich ist das sehr, sehr vielseitig. Aber was ich wichtig finde, zum Wissen, welche Engel herrschte im Geburtstag, weil das ist unser Schutzengel. Wir uns begleiten noch anderen Engel, auch im emotionalen Ebenen, im spirituellen Ebenen. Aber dieser Geburtstagengel, das ist etwas Persönliches, das ist unser Schutzengel. Und wir beide haben das Gleiche, weil ich darf das vielleicht mal verraten, wir haben im gleichen Tag Geburtstag. Unser Schutzengel heißt Omael und hat die Zahl 30. Engel Omael ist Engel der Geduldige, hilft bei Unfruchtbarkeiten, hilft bei Kinderwunsch, weil Engel Omael vermehrt etwas, schenkt uns Geduld und Verantwortungsbewusstsein. Engel Omael ist auch Heilenergie, Schutzpatron für Pflanzen und Tieren und stärkt unsere Lebensfreude. Und alles, was wir beginnen, hilft, dass all das Früchte trägt. Das ist die Fruchtbarkeit, was Omael vermittelt. Jetzt zu diesem Häuser. Ich mag diesen Begriff nicht Häuser. Im Himmel sind tatsächlich Paläste, die nennen das als Paläste, besonders die chinesischen Astrologie. Also das sind schon solche Unterteilungen. Aber diese kosmische Energie wirkt auf unserem Schicksalsweg und da finden wir uns selbst. Und unserem Selbst ist eins, eine Einheit. Ich würde eher dann betrachten, das ist wie ein Haus, mit verschiedenen Räumlichkeiten. Das würde mir besser gefallen, dieses Begriff. Und das sind verschiedene Lebensbereiche. Der erste Lebensbereich heißt deine Persönlichkeit, dein Aussehen und auch wie die Menschen dich wahrnehmen. Der zweite Lebensbereich bedeutet, das symbolisiert dein Geburtsmoment. Der zweite Lebensbereich ist die Werte und Wertschätzung und Selbstwertgefühl und Finanzen. Es ist nicht nur das Einnahme, sondern wie gehen wir mit Geld um. Der dritte Lebensbereich sind die Schulungen und Prüfungen, bedeutet auch Kontakte im Internet, Verbindungen, Kommunikation, Bewegung, auch die Verbindung zum Verwandten, zum Nachbarn und die Wahrnehmung, wie wir unsere vertraute Umgebung wahrnehmen und diese Beweglichkeit, bedeutet auch kleinere Veränderungen oder eine kleine Reise. Mehr im Inland. Hier sind wir bei vierten Lebensbereich in den tiefsten Punkt des Horoskopes. Ich vergleiche das mit einem Baum. Und das würde bedeuten, hier ist die Wurzel
des Baumes. Hier fühlen wir verankert, verwurzelt, zeigt unserem Ahnen, unserem Vorfahren, unserem Herkunft, unserem Traditionen und auch unserem Zuhause. Und das gibt uns die Halt, Sicherheit, Stabilität. Von hier aus wächst und dehnt alles. Wenn das nicht ist, dann fühlen wir entwurzelt und verlieren wir dieses Gefühl Sicherheit, Schutz und Stabilität. Die fünfte Lebensbereich sind die Kinder. Das zeigt unseren eigenen Kindern und sogar Enkelkinder, aber auch unserem eigenen Kindheit, die Erinnerungen und auch das innere Kind. Dieser Bereich zeigt noch etwas, und das ist die Lebensfreude, die Kreativität, die schöpferische Kraft und auch diese Leichtigkeit, etwas spielerisch betrachten, so wie die Kinder spielen. Der sechste Lebensbereich sind unsere Pflichten, unsere Arbeit und auch Gesundheit. Und das ist auch wichtig, weil wir können arbeiten, wenn wir gesund sind. Der nächste Lebensbereich hier, der siebte Lebensbereich, ist der Tor zur Partnerschaft. Hier bei ersten ist der Geburtsmoment. Die siebte liegt gegenüber und hier ist ein Spiegel. Und wenn wir geboren sind, der erste Atemzug, ein Neugeborenen schaut noch in diesem Spiegel und erkennt der Seelenpartner oder bei Männern die Seelenpartnerin. Und dann geht das alles in Unbewussten, aber unsere Seele weiß das. In unserem Inneren wissen wir das. Wir alle haben einen Seelenpartner oder Seelenpartnerin. Die achte Lebensbereich ist die Transformation, auch die Gefühle transformieren. Das ist der Prozess, das Loslassen. Aber andere Themen werden auch hier geordnet, wie zum Beispiel Sexualität, weil hier ist die Pluto-Energie und das steht in Verbindung zur Sexualität. Aber auch Ämter wie erbschaftliche Situation oder Gericht oder Ämter wie Finanzamt oder Banken, Versicherungen. Also diese ämtlichen Themen sind auch hier in diesem Bereich. Im neunten Lebensbereich ist diese große Reise. Natürlich bedeutet das Ausland, Auslandskontakte, Fremdsprachen, aber bedeutet auch eine innere Reise, die Suche nach Gott, die Suche nach Sinn des Lebens oder eine hohe Bildung. Dann sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes, das ist dann die Krone des Horoskopes. Und das sind unsere Ziele und diese Ziele zum Erreichen, aber auch der Platz, wo wir Anerkennung bekommen, Bewunderung bekommen und hier liegt auch unsere Berufung. Die elften Lebensbereich sind unsere Hoffnungen und unsere Freunde und die sozialen Kontakte, auch Gruppen, wenn wir uns anschließen mit gleichgesinnten Menschen, wie zum Beispiel ein Verein oder ein Partei. Und die zwölfte Lebensbereich liegen die Geheimnisse, auch karmischen Themen, aber auch die Ursache, die Erkrankungen. Hier sind die tiefe Geheimnisse. Und bedeutet auch, was die alten klassischen Astrologen auch sagen, hier liegen die geheimen Feinde und all das, was hinter den geschlossenen Türen passiert. Also hier sind die verschiedenen Lebensbereiche. In dem Moment, wann du geboren bist, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont aufgestiegen. Und dieser Tierkreiszeichen Krebs ist dein Lagna oder dein Aszendent. Beeinflusst deine Persönlichkeit, dein Aussehen, dein Auftreten und das ist sehr gefühlsvoll, das ist Krebsenergie, auch hilfsbereit und mütterlich natürlich, aber neigst dazu,
verletzt zu fühlen und zurückziehen, hast aber mit diesem Krebsenergie eine wunderbare Eigenschaft, und das bedeutet, dieses Feingefühl zum Haben, wann ist der richtige Moment zum Handeln, wann ist der richtige Moment abwarten, ich könnte sagen, im richtigen Moment, im richtigen Ort zu sein. Die zweite Lebensbereich öffnet sich mit Löwe. Und hier handelt es sich um Finanzen und du gibst gerne Geld aus für schöne Dinge, was glänzt. Löwe steht auch zum Gold, weil über die Löwe herrscht die Sonne und die Edelmetall Gold wird zum Sonne zugeordnet. Also du liebst auch das Gold und auch dieses Glanz. Die dritte Lebensbereich öffnet sich hier mit Jungfrau. Das ist eher diese Bescheidenheit. Ich würde sagen, in deiner vertrauten Umgebung bist du etwas kritisch oder eher zurückhaltend und Beobachter. Aber wenn es um Schule geht, dann zeigst du auch dein Wissen. Die vierte Lebensbereich, und das ist deine Wohnsituation, ist die Waage. Du liebst Wohnungen oder Häuser, was luftig ist und hell und freundlich und natürlich schön. Das muss schön sein. Die fünfte Lebensbereich, wo um deine schöpferische Kraft geht, liegt die Skorpion. Da brauchst du die Transformation, dieser inneren Kraft zu verspüren. Die sechste Lebensbereich, wo das um Arbeit geht, ist die Tierkreiszeichen Schütze. Natürlich ist das alles, eignet sich für dich, was mit Reisen, was zu tun oder mit Ausland zu tun oder Fremdsprachen, aber auch Bewegung, wie zum Beispiel Sport. Das eignet sich auch sehr gut. Bei Schützen Energie ist wichtig, die Konzentration und die Ziele. Die Schütze ist eine große Abenteuerreise und ist sehr beweglich und hat viele Ziele. Und wenn die Schützengeborenen die Ziele aus den Augen verlieren, dann wird das chaotisch, dann kommt ein Durcheinander und verlieren sie die Richtung, verlieren sie dann die Orientierung, das erscheint alles undurchschaubar zu sein. Aber was hier wir wahrnehmen können, dieser Pfeil der Schütze zeigt in eine Richtung und das ist die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und wenn die Schützengeborenen lernen, Ziele setzen, dann haben sie auch Glück. Jupiter begünstigt die Schützengeborenen. Du erlebst diese Energie in Arbeit. Die siebte Lebensbereich ist die Ehe, Partnerschaft im Steinbock. In der ersten Lebenshälfte ist das etwas schwieriger, aber in der zweiten Lebenshälfte kommt das Glück und die Steinbock natürlich hilft, dass hier Struktur, Sicherheit und Stabilität kommt. Die achten Lebensbereich ist die Tierkreiszeichen Wassermann. Wenn du ämtlichen Situationen hast oder Termine, dann nimm das mit Leichtigkeit. Und bring deine eigenen Ideen. Ausland ist die Tierkreiszeichen Fischen. Dann der höchste Punkt des Horoskopes, wo deine Berufung liegt. Das ist die Tierkreiszeichen Widder. Das ist die Kraft und du möchtest mit dieser Kraft dich beruflich behaupten. Die elfter Lebensbereich ist Stier und es ist eher diese Gemütlichkeit. Du möchtest mit Menschen zusammen sein, die angenehm sind und brauchst deine Ruhe, diese Entspannung. Und dann kommen die Geheimnisse und hier ist die Tierkreiszeichen Zwillinge.
Jetzt weißt du, welcher Lebensbereich, welcher Tierkreiszeichen wirkt in dein Geburtshoroskop. In meinen Tageshoroskopen vermittle ich die Bewegungen. Jeden Tag kann man das verfolgen und dann kannst du erkennen, aha, mit Mond aktiviert gerade dieser oder jene Lebensbereich. Jetzt kommen die Planeten und die beiden Lichter Sonne und Mond. Sonne befindet sich in dein Horoskop in Tierkreiszeichen wieder. Und das ist ganz oben im Spitze des Horoskopes. Das heißt, deine Lebensenergie, deine Lebenskraft zeigt sich in Richtung Berufung. Für dich ist die Berufung sehr wichtig und dass du Anerkennung bekommst und Ansehen und Respekt. In diesem Bereich ist ein Mondhaus. Im indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser. Und das ist nichts anderes als eine kleinere Unterteilung, die 12 Tierkreiszeichen, und symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Und hier in diesem Bereich, wo deine Sonne ist, ist Ashwini und das bedeutet Heilung. Du brauchst hier eine Heilung. Und das deutet darauf hin, dass du immer wieder verletzt fühlst, entweder im Arbeitsplatz oder wenn die Menschen dir nicht genügend Respekt entgegenbringen. Und das sind deine Lebenserfahrungen, auch Erinnerungen oder wenn jemand versucht, dich klein zu halten oder dir etwas befehlen. Und hier brauchst du Heilung. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Jungfrau. Und dieser Mondhaus heißt Chitra und dieser Chitra wird von Spica bestrahlt. Spica, dieser Stern Spica, ist die Weizen-Ehre der Jungfrau. Und das bedeutet Ernte. Es trägt Früchte. Wenn du klug handelst, im Bereich Schulungen, Ausbildungen, Internet, Kontakte mit Verwandten, mit Nachbarn, mit Bekannten und triffst du kluge Entscheidungen und hast du dieses Geduld abwarten, bis das Früchte trägt, dann blüht was auf. Die sozialen Kontakte oder Ausbildung kann auch bedeuten, dass du dein Wissen vermittelst, weil du Schulungen anbietest oder schreibst du ein Buch. Und dann kannst du in die Öffentlichkeit gehen, weil hier im Spitze des Horoskopes liegt auch die Öffentlichkeit. Und das ist für dich auch wichtig, weil hier ist deine Sonne und das strahlt. Mars befindet sich in der Tierkreiszeichen Zwillinge. Das ist etwas sehr Spezielles. Hier in diesem Bereich Geheimnisse. Warum ist das so speziell? In deinem Geburtsmoment, in diesem Augenblick, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Und kurz davor, etwa eine halbe Stunde, drei Viertelstunde vorher ist Mars in Tierkreiszeichen Zwillinge in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Jetzt schau mal das an, wie nah er ist. Dieser Mars ist ganz nah bei dir. Und in dem Moment, wo Mars die Tageslicht erblickt, du bist noch im Mutterleib. Und das sind Geheimnisse. Natürlich handelt sich hier auch um karmische Begegnungen. Mars ist der Mann. Und hier im 12. Lebensbereich heißt eine karmische Liebe. Das heißt, der Mann kehrt zurück von Vergangenheit
Eure Seele kennt sich von früheren Leben. Hier hast du auch karmische Themen. Was ein Nachteil sein kann. Diese Mars-Energie haben wir Frauen auch. Und wir brauchen Mars. Astromedizinisch ist Mars zu unserer Muskulatur zugeordnet. Und diese Muskulatur setzt etwas in Bewegung. Und tatsächlich, das ist Mars-Energie. Mars behauptet sich. Mars setzt etwas in Bewegung. Mars wehrt sich auch. Und das ist bei dir alles noch im Verborgenen. In dem Moment warst du noch im Mutterleib. Also das heißt, diese Mars-Energie wird in die Schatten gestellt. Das ist wie in Schattenseite zu sein. Du traust dich nicht, dich zu wehren. Und hier brauchst du wie eine Neugeburt, weil diese Energie, diese Mars-Energie, fühlt sich hier wie im Mutterleib und wartet darauf, geboren zu werden. Und mit dieser Energie kannst du dich behaupten. Und das brauchst du im Arbeitsbereich, weil wieder über die Tierkreiszeichen wieder herrscht Mars. Also brauchst bei deiner Berufung die Mars-Energie. Und das bedeutet einerseits, traue etwas zu, damit du zur Öffentlichkeit kommst und wehre dich, damit du deinen Platz einnehmen kannst. Dann fühlt sich Mars wohl, weil fühlt sich befreit. Wenn das nicht der Fall ist, weil du unterdrückst, die Mars-Energie, hier sind auch die Ursache, die Erkrankungen. Und astromedizinisch ist Mars zum Blutbildung zugeordnet, das ist die Eisen im Blut, entsteht Eisenmangel oder Muskulatur, also Muskulaturschwäche. Also achte drauf. Damit möchte ich nicht sagen, dass du krank bist, überhaupt nicht. Nur die Zusammenhänge zu verstehen und auch wie wichtig ist, dass du dich behauptest. Merkur ist der Planet der Kommunikation und auch Handlungen. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen wieder. Das ist mal gut. Erstens kannst du das sagen, was du sagen möchtest. Wieder ist direkt. Der Nachteil ist bei diesem Wieder-Merkur, dass du etwas unüberlegt sagst. Bei Wieder-Energie kommt ein Impuls, und das ist die Mars, weil Mars herrscht über die Tierkreiszeichen wieder, also kommt die Energie, das ist Kraft, das ist ein Impuls. Und aus diesem Impuls heraus sagst etwas schnell, Mars-Energie setzt das in Bewegung, wieder ist ziemlich schnell, rasch, geht rasch voran und rutscht ein Wort raus, was du später bereust. Oder hast Schuldgefühl, weil du hast das Gefühl, du hast damit andere verletzt. Und mit Krebs, Aszendent, da hast du dieses Feingefühl und du spürst andere, das war zu viel, andere fühlt sich verletzt. Entweder stehst du dazu oder ziehst du dich zurück. Bei Krebsenergie ist es möglich, dieser Rückzug. Und tust du so, wenn jemand dich verletzt hätte, das ist aber dein Selbstschutz. Jupiter vergrößert etwas. Jupiter ist unsere innere Sonne und das ist die Weisheit und zeigt unsere Größe und auch dieses Bewusstsein mit unserem Größen bewusst zu sein. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Stier
Und dieses Mondhaus heißt Rohini. Und das ist für dich wichtig, diese Rohini-Energie zum Leben. Und dazu erzähle ich die mythologische Geschichte aus der indischen Mythologie. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich an Rohini. Das ist dieser Rohini-Mondhaus. Mond verliebt sich an Rohini. Rohini ist schön, unschuldig und jung, bezaubernd. Und der Mond macht einen Heiratsantrag. Und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm: Nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst auch ihre Geschwister heiraten, zwar alle ihre Geschwister. Und dem Mond blieb nichts anderes übrig, heiratete alle 27 Frauen und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und jede Frau ist anderes. Und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes und wo deine Größe liegt. Das ist genau dieser Rohini, die große Liebe des Mondes. Bedeutet auch, wenn in die vedischen Schriften die mythologische Geschichte liest, also die Schöpfungsgeschichte, das ist die erste weibliche Energie wie ein Silhouette bei der Schöpfung und symbolisiert die Morgenröte. Venus ist dein weibliche Energie, du als Frau, und befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Natürlich hier im Bereich Berufung hilft dir deine Kreativität zum Leben. Aber als Frau brauchst du auch die Anerkennung, dieses Ansehen, wahrgenommen zu werden, die höchste Punkt, im Mittelpunkt zu sein. Und hier die Venus-Energie befindet sich auch im Mondhaus Ashwini, was Verletzungen zeigt und ist auch eine Heilenergie. Hier brauchst du eine Heilung. Alten Verletzungen transformieren, brauchst eine Heilung. Aber du selbst hast auch diese Heilenergie in dir und das könnte deine Berufung sein. Saturn ist der Planet der Schicksal. Und Saturn korrigiert unseren Schicksalsweg, wenn wir nicht in diesem goldenen Weg sind, dann kommt ein Saturn-Einfluss und führt dazu, zeigt die Richtung. Saturn ist auch der Planet der Karma und belehrt uns. Ist ein großer Lehrmeister. Saturn befindet sich bei dir in Tierkreiszeichen Schütze. Und das im Bereich Beruf. Die Suche nach deiner wahren Berufung ist das für dich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es gibt zwei Mondknoten. Einmal Ketu, der Drachenschwanz. In westlicher Astrologie heißt das absteigende Mondknoten. Diese Ketu zeigt die alten karmischen Erfahrungen, Erinnerungen, all das, was die Seele schon erlebt hat, wird zugeordnet zu einem Tierkreiszeichen und zugeordnet zu einem Lebensbereich, wo wir diese karmischen Erfahrungen schon gemacht haben. Dein Ketu befindet sich im Tierkreiszeichen Löwe im zweiten Lebensbereich. Das zeigt deinen alten Karma. Und hier handelt es sich bei Löwenenergie um Macht, Glanz und Geld. Und dieser Mondhaus, wo dein absteigender Mondknoten befindet, heißt Makha. Und Makha wird von Regulus beherrscht, dieser Mondhaus. Und Regulus ist
einer von den vier königlichen Sternen. Und Regulus wurde seit Jahrhunderten und sogar Jahrtausenden verehrt als die Stern der Könige und Herrscher. Und das sind deine karmischen Erinnerungen. Und jetzt überleg mal, wenn du in früheren Leben eine Königin warst oder Prinzessin, also in einem Könighaus oder einem herrschenden Haus, und hast deine Seele erinnert sich daran, und sicherlich war da Geld da und Glanz da, und jetzt bist du in diesem Lebensweg, in diesem Schicksalsweg, und du wirst dann klein gehalten oder kritisiert oder übersehen, dann hast du ein Problem. Und die karmische Lernaufgabe ist, diese Persönlichkeit zum Leben und die Richtung, was dich befreit, die Richtung ist die Tierkreiszeichen Wassermann. Da ist die aufsteigende Mondknoten oder Rahu, der Drachenkopf. Und die Wassermann bedeutet, wie ein Adlerblick die Zusammenhänge zu erkennen, einen weiten Blick und auch Luftelement, auch die Leichtigkeit. Und Wassermann bedeutet auch die tolle, großartige Ideen und Humor. Aber was noch die Wassermann ausmacht, dieses Gefühl zu haben, was Besonderes zu sein, einzigartig zu sein. Und hier hast du die Transformation im achten Lebensbereich, zu diesen Gefühlen zu kommen. Also keine Angst oder Zweifel oder Unsicherheit, sondern verinnerlichen, welche Position du gehabt hast in früheren Leben und welche Reichtum du gehabt hast in früheren Leben und dich so fühlen. Und etwas Besonderes zu sein, und da transformierst du deinen Gefühlen, und das ist die karmische Lernaufgabe. Dann gibt es noch die äußeren Planeten, Uranus, Neptun und Pluto. Uranus ist rückläufig, Neptun ist rückläufig, Pluto ist rückläufig. Es sind alles karmische Themen. Diese Rückläufigkeit zeigt karmische Themen. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, befindet sich im Schütze, wirkt auf deine beruflichen Situation. Und hier hast du auch karmische Lernaufgabe. Neptun ist auch rückläufig, auch im Schütze. Wirkt auch auf deine berufliche Situation. Uranus bringt diese Umbrüche, Veränderungen, und damit kannst du rechnen, dass beruflich bei dir oftmals Umbruch oder Veränderung kommt. Uranus zeigt auch einen außergewöhnlichen beruflichen Weg, und Neptun heißt die Träume zum Leben. Und Neptun ist auch die Kreativität, die künstlerische Begabung, die Inspiration, und das wäre auch eine Richtung. Pluto ist auch rückläufig und befindet sich im Tierkreiszeichen Waage, im tiefsten Punkt des Horoskopes, wo deine Herkunft ist, dein Zuhause ist, und hier brauchst du die Pluto-Energie. Und Pluto zeigt Macht und inneren Kraft. Und das ist deine Stärke und das ist die Basis. Das ist die Fundament. Auf diese inneren Kraft kannst du bauen. Pluto befindet sich in einem Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Vishaka. Diese Vishaka ist eine Feuergöttin und verbrennt alles, was im Weg steht. Jetzt nicht im negativen Sinne, sondern als sein Reinigungsprozess. Ich könnte sagen Transformation. Und steht diese Feuerenergie oder dieses Feuerelement im Tempel, wird auch verehrt und zeigt Reinigung. Und diese Feuergöttin Vishaka ist, so wird das beschrieben, verbrennt alles, was im Weg steht. Ich könnte sagen loslassen,
alles, was dich stört, einfach hinter dir lassen. Das sind Gewohnheiten oder Verbindungen mit anderen oder bedeutet auch Gefühle wie Angst, Unsicherheit. Du kannst hier nicht mit unserer Unsicherheit dich bewegen. Du findest diese feste Boden unter deinen Füßen nicht. Nur wenn du deine inneren Kraft und diese Macht verspürst und überwindest diese Zweifel oder Unsicherheit, dann hast du die Basis, dann hast du die Fundament. Jetzt zu Elementen. Wir haben vier Grundelemente. Feuerelement ist aktiv, das ist die Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Erdeelement gibt die Sicherheit, Stabilität, Luftelement die Leichtigkeit und Wasserelement die Gefühle. Du hast Sonne, Merkur, Venus, Saturn im Feuerelement. Das bedeutet, du bist spontan, auch mutig, setzt mal schnell etwas in Bewegung. Erdeelement ist dein Mond und dein Jupiter. Dein Gefühl braucht die Erde. Und das ist die feste Boden unter unseren Füßen, die Realität, die Sicherheit und Stabilität. Die Luftelement liegt die Mars-Energie. Du suchst diese Leichtigkeit in Partnerschaft. Und Wasserelement ist die einzige Wasserelement, was auf dein Leben wirkt. Das ist die Aszendentkrebs. Und das gehört zu deiner Persönlichkeit. Jetzt zu Verbindungen. Sonne von hier aus, von wieder aus, hat einen wunderbaren Einfluss auf deine beiden karmischen Knoten. Sonne steht mit dem absteigenden Mondknoten in voller Harmonie und auch auf dem aufsteigenden Mondknoten in voller Harmonie. Das heißt, du hast ein ganz gutes Karma, du sollst nur in diesem Vertrauen bleiben oder mutig zu sein. Merkur in Tierkreiszeichen Widder und Pluto in Tierkreiszeichen Waage liegen gegenüber. Das ist dein Zuhause, dein Privaten und deine Berufung. Die liegt gegenüber und das musst du immer ausbalancieren. Du brauchst beide, dein eigenes Zuhause zu genießen, zum Ruhe kommen. Da liegt auch die Kraft. Und diese Pluto-Energie zeigt auch, das ist deine innere Kraft. Du brauchst diese Erholung, diesen Rückzug auch. Aber andererseits möchtest du beruflich dich behaupten, du brauchst nur die Richtung und auch die Kraft und Mut, da etwas in Bewegung setzen. Mit Merkur, Venus und mit diesem schöpferischen Kraft oder mit diesem Neptun-Energie, dieser bildhafte, traumhaft schöne, kann auch die Sprache sein, dass du zum Beispiel ein Buch veröffentlichen kannst. Liebe Olivia, das war diese Geburtshoroskop-Analyse. Und, noch kurz sehe ich noch gerade noch etwas, habe ich aufgeschrieben und das ist auch eine sehr schöne Verbindung, wäre schade, das jetzt überspringen. Venus steht eine enge, schöne Verbindung zum Uranus. Venus, Uranus und das unterstützt dich in deine kreative Arbeit. Nun, das war diese Geburtshoroskop-Analyse. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.